Immer noch auf Franklin. Sobald ich auf Reason News schalte, steht mein Charakter wieder auf von sich alleine auf. Auf was? Ich sagte, sobald ich auf Reason News schalte, steht mein Charakter von alleine auf. Ich kann nicht weiter gucken, quasi mehr oder weniger. Stehst auch hier einfach im Gang, du willst ein paar Reason News gucken. Jetzt stehe ich gerade im Gang, ja. Ich war aber gerade da in dem Raum und hatte wollte Reason News gucken. Der sagt dann, nö, ist nicht. Oh, alter Franklin, ruf doch jetzt irgendwann mal an, das ist doch ist Kopf. Doch auch klar, dass das nicht geht. Warum? Wen willst du denn jetzt bei Reason News zugucken? Vielleicht macht irgendwelche Leute Scheiße. Wer denn? Wir sind alleine. Es kann ja trotzdem was vorkommen, passieren. Jetzt noch mal irgendwie den Nachrichtenüberblick kommen. Weasel News ist praktisch einfach nur, dass du den anderen Spielern in der Lobby zugucken kannst. Was anderes ist das nicht. Und ach, wenn so. Kein anderer in der Lobby ist, kannst du auch kein Weasel News ich gucken. Ich dachte, das wäre so wie rückblendend auf eine Mission, die... Nein, das ist einfach nur Zuschauermodus. Okay, ja. Hätte sein können, dass es jetzt was... Das ist einfach nur... Mal Rückblendung ein bisschen. Okay, dann erklärt es, warum der da irgendwann aufsteht. Ich dachte, das wäre ein lustiger Bug jetzt gerade einfach. Die Frage ist, ruft die an, wenn ich draußen stehe? Wird die dann eher, als wenn ich drin stehe? Also ich gehe mal kurz raus und gucken, vielleicht kann ich. Vielleicht. So, kann ja sein, dass ich jetzt... Was habe ich da für einen Überlebenskampf drin? Steinbruch. Jetzt! Gut, jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt gerade einen Anruf bekommen, jetzt darf ich mich an meinen PC einloggen und darf die nächste Mission starten. So. So, okay. Dann gehen wir mal hoch und schauen uns mal das ganze Spielchen an. Ja, ich schaff's immer wieder an den falschen PC zu gehen, beziehungsweise in die falsche Richtung. Es ist schön, dass du dich hier erleichterst, mehr oder weniger. Young dude, snappy dresser. Took me like 2 seconds to find his life trigger profile. He's a club promoter. Now you sure he's the one with Dre's phone? Well, his status is
life, and this god is leaking the most exclusive tracks you've ever heard to 100 exclusive ticket holders, so... Damn! So where do we find him? According to the Ride app, he went from the club to the marina. Shit, I guess we'll start there. Super! Geht's jetzt weiter mit dem... Break. Okay, untersuche die Spur beim Yachthafen von Puerto del Sol. Das ist die nächste Aufgabe. Das ist, glaube ich, die Yacht, die du machten wolltest, die du gesagt hast, ne? Die wir mal angeschnitten hatten, das Ding. Naja, machen wir das. Dann bist du zum Yachthafen. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist, wenn ich draußen, wenn jetzt die Anrufe hereinkommen, wenn ich im Büro rumrenne. Weiß ich nicht. Ja, das werde ich jetzt gleich austesten, wenn er danach, wenn ich ein bisschen draußen rumfahre, wenn dann der Anruf kommt, schneller kommt. Jetzt. Ich meine, jetzt oben hat es auch bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert fast, bis ich hier durch war. Entschuldigung, ich habe eingeparkt. Hey, was? Hey, so here's the deal. Ja, schön, dass du mein Auto wegschiebst. TV shows him getting onto a green Toro speedboat. Oh, okay. So we start with the boat, right? Right. Ah, stimmt, da war was. Siehst du? Okay, das so ist die Mission. Ja. Wir haben es ja schon mal gespielt. Ich wollte es eigentlich auch aufnehmen, aber irgendwas hat es mit der ersten Folge damals geklappt, sonst wären wir. Aber das ist das Gute, dass ich jetzt das Ding quasi von Anfang an gespielt habe mit euch. Und ich immer mittendrin. Also ihr wisst tatsächlich, wie es geht. Zumindest der Teil. Ja, wie schwer. Aber unabhängig auch davon, dass es nicht schwer wäre, wenn wir... Weil es ist da, wo die Wachmänner davor stehen. Upsi. Ich war mal so frei, ich habe schon mal ein bisschen was geschossen. So, du hast das Boot schon gefunden. Und ich gehe natürlich, wenn man das so macht, mit Lederklamotten schwimmen. Ja, flupp. Genau, jetzt müssen wir auf die Yacht die Typen da wegschießen, ne? Mhm. Weiß, wo ich hin muss. Müsste eigentlich schon bald auf dem Horizont erscheinen, das Ding. Ich weiß. Ja gut, wenn ich ehrlich bin, so eine Yacht, der ist ja doch schon. So eine Yacht ist nicht schwer zu übersehen.
Warum zur Hölle gehe ich eigentlich immer baden, als ich aus dem Boot raus bin? Alter. So, ich habe hier oben frei. Herr Doktor, Herr Doktor, machen Sie hier oben rum frei. Ja. Jetzt geht das schon wieder los. So, ich mach mal die Luftverteidigung aus. Ach nee, ich lasse sie mal an. Fällt mir gerade ein. Weil es vielleicht gar nicht so doof, wenn ich die anlasse. Kann ich wieder anmachen? Kev, so, oh, ist bestimmt schlau, wenn ich das Luftabwehrsystem anlasse. Kev auch so, ich mache das deaktiviert. Ja, und Markus so, ich versuche kein Deutsch zu sprechen. Ah, weil das wäre auch egal, ich hatte das, Ist jetzt gut? Hast du das jetzt? Das frage ich dich. Du leidest doch gerade so rum. Nö, ich leide gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, was ich gerade sagen wollte, war eigentlich, es hätte uns die Helis vielleicht vom Himmel weggehalten. Es kommen ja gleich noch Helis. So, sind wir noch einer drin oder was? Die Hinweise. Das ist doch da drüben. Hier ist, glaube ich, nichts. Mann, auf welchem? Ah, da. Ah, da liegt es woanders. Letztes Mal lag es auf dem Nachttisch. Ja, ist doch gut, dass es was woanders mal lag, liegt. Hier liegt schon Geschichte. Du meinst einer davon? Ja, der eine, ja. Der andere auch. Ich hab den Scheiß hier, den Dings rausgeschossen, den Piloten. Ich bin tot. Was, ich hab's erwischt, oder was? Ja, weil da noch zwei. Okay. Aber kein Dings hier gerade irgendwo? Eieieiei. Ich hätte gedacht, hier wäre doch nur Jetskis. Das Problem, ich habe auch nichts mehr an Leben. Okay, genau, direkt vom Boot. Drei erwischt. Jetzt ist es eigentlich auch auf dem Jetski spawnen. Ja, ja. Alter. Die Wellen sind aber ganz schön, ja. Vor allem, du hattest bei GTA 5 noch nie
kein Wellengang. Ja, wobei ich glaube, das halt, aber ich glaube, das ist wie der Mission. Vielleicht ist es auch wie eine Mission so. Wie allgemein auch. Was? Ich finde es schade, dass du dich noch nie ruhig gesehen hattest im Spiel. Ja gut, das kann ja. So, perfekt. Die Helisituation ist weg. Ja. So, dann haben wir die Spur gefunden und machen uns jetzt auch wieder zurück zur Agentur. So, Falcon wird sich bald mit Details über die nächste Phase der Ermittlung melden. Ja, welche eine Überraschung. Dass ich jetzt wahrscheinlich wieder 20 Minuten warten darf, so wie zu scheiße. Dauert jetzt natürlich alles wieder ein bisschen. Ich habe schon einen Anruf bekommen, ich muss zur Agentur zurück. Also es geht jetzt weiter. Also tatsächlich ist es der Fall, wenn wir in der Agentur sind, dass keine Anrufe kommen, sondern nur draußen. Fahren Sie mich zur Agentur, Alfred. Ernsthaft? Wie war das gerade? Ja, hast du genau verstanden, was ich meine. So, Abflug. So, da wäre ein Attentat hier links gewesen. Aber wir machen jetzt weiter mit den Hauptmissionen erstmal. So, gut. Ich warte.